Herzlich willkommen bei der B2B-Wirtschaft und vielen Dank, dass Sie da sind. Gunnar Haberland. Gerne. Ein Schauspieler. Meine Güte, ein Schauspieler für Training und für alles Mögliche. Da sagt doch eigentlich im ersten Moment jeder, brauche ich nicht. Ich habe bei mir schon genügend Verrückte irgendwie im Unternehmen. Und an der Stelle sind wir beiden zusammengekommen. Und zwar, es gibt ja viele Möglichkeiten, Teams zu verändern, neu aufzustellen und so weiter und so fort. Ja. Ich habe es sehr interessant gefunden. Ich kenne ein Unternehmen, die 6 Leute in der Buchhaltung haben und die hassen sich alle wie die Pest. Großartig. Ja, genau das. die haben schon alles Mögliche gemacht und mich würde interessieren, was kann man dort mit Theatertraining, mit allen Möglichkeiten neu machen? Was ist Ihr Weg? Also ich finde, grundsätzlich bietet das Theater oder die Methoden, mit denen die Schauspieler trainieren, einen großartigen Raum, sich zu begegnen und sich auch mal anders und neu zu begegnen. Und ich glaube, das ist oft, gerade wenn es zu festgefahren ist, jetzt mit dem Beispiel, was Sie sagen, die hassen sich. Ja? Also ich würde jetzt erstmal sagen, großartige Energie, die Energie ist bestimmt super bei denen. Ja? Jetzt müssen wir nur die Energie nehmen und mal ein bisschen versuchen, da was Positives rauszuholen, weil offensichtlich gibt es eine Energie. Und Energie ist erstmal eine gute Sache, ja? Und bevor es die Trägheit ist, die finde ich viel, viel schlimmer. Und es gilt, diese Menschen zusammenzuführen, dass die sich vielleicht auch mit, ich sag mal, neuen Augen nochmal sehen. Und dafür habe ich ein Training konzipiert, das heißt agiles Teamtraining mit Theater. Und ich nutze in diesem Training halt die Möglichkeiten, diese Menschen in Übungen zusammenzubringen, die wir Schauspieler, insbesondere in der Schauspielschule, miteinander machen. Denn da hat man Ähnliches. Es kommen junge Menschen zusammen, die sind überhaupt kein Ensemble. Und jetzt müssen die lernen, sich zu begegnen und sich zu öffnen. Und das ist etwas, was ich selber so tief erlebt habe. Ich war ein junger Mann, als ich auf die Schauspielschule gekommen bin, der wahrscheinlich wie so viele, viele Mauern vor sich hatte, wo Emotionen abgeprallt sind, wo Empfindungen abgeprallt worden sind. Reiner Selbstschutz. Und genauso bin ich durch die Welt gegangen und habe natürlich auch so kommuniziert. Ich war schon immer relativ selbstsicher und habe entsprechend auch ausgeteilt und oft dadurch negatives Feedback bekommen, weil ich gar nicht so weit gekommen bin, etwas an mich heranzulassen. Und ich bin auf die Schauspielschule gekommen und habe dann verstanden, wie es geht, hier sich zu öffnen, wie es ist, wenn man ja, wieder in die Öffnung kommt und wie schön das ist, wie bereichernd für einen selber das ist, wie man plötzlich in die Lage auch kommt, andere Menschen neu wahrzunehmen und das Zwischenmenschliche zu hören. Und ich glaube, das ist durchaus ein Weg, um aus Konflikten oder eben in Agilität zu kommen. Ich höre die Botschaft, ich möchte sie natürlich gern glauben, aber ich, in meinem Kopf kenne ich ja diese 6 Damen und sehe sie gerade, das wird der schlimmste Tag ihres Lebens, ja, das ist ihr D-Day, die sitzen dort, wie machen sie das? Was muss ich mir als Unternehmer vorstellen, was passiert mit meinen Mitarbeitern? Also ich glaube, grundsätzlich ist immer wichtig, wenn Menschen in ein Training gehen, dass die mit Offenheit da reingehen. Also wenn die nicht wollen, dann ist das nicht mein Job, auf gut Deutsch, Menschen, die so da reingehen und keinen Bock haben, aufzuschließen. Das also empfinde ich zumindest nicht so. Sondern da muss auch eine intrinsische Motivation da sein, zu sagen, okay, wir probieren es zumindest aus. Weil das ist eine Grundvoraussetzung, dass Theater funktioniert und dass die Methoden auch aus dem Impro-Theater, die sind sehr, sehr gut, um Menschen miteinander in eine, ich sag mal, Kommunikation zu bringen. Welche? Das würde mich interessieren. Ich sehe ja schon wieder die 6 Damen. Ja, Sie sehen schon wieder die 6 Damen. Also, fangen wir mal ganz einfach an. Stellen Sie 2 Menschen voreinander. Die müssen sich voreinander hinstellen. Und die Aufgabe lautet, schauen Sie sich 2 Minuten in die Augen. Was meinen Sie, wie viel Unbehagen dabei hochkommt? Weil das machen wir Menschen normalerweise nicht. Das Spannende ist, in den ersten 2 Minuten ist da noch, sage ich mal, so eine innere Abwehr. Will man nicht, weil das ist unangenehm. Aber wenn Sie dann die Übung wiederholen und wiederholen und wiederholen und die untereinander sozusagen wechseln, mit wem Sie sich da in die Äuglein schauen, dann fängt es so nach dem dritten Mal an, dass Sie sich entspannen. Und dass diese Mauer, dieses Ich mag nicht, sich langsam auflöst und man sich einfach nur anschaut, ohne dass es komisch ist, sondern dass man sich einfach anschaut und in eine Verbindung geht. Das heißt, wir stellen eine Beziehung ja durch Blickkontakt her und jetzt stellen wir eine Beziehung her, die wir zulassen. Und da passieren ganz spannende Dinge. Manche fangen dann plötzlich an zu lachen.
Ich habe auch schon mal jemanden gehabt, den sind die Tränen gelaufen. Ich habe gesagt, alles okay, ja, es ist alles super, es ist so schön. Ich habe das einfach noch nie so erlebt. Ja? Und klar, es braucht ein bisschen Offenheit, aber es ist auch die Wiederholung dieser Übung führt oft dazu, dass verstanden wird, was Menschen eigentlich zusammenbringt. Und das ist das hier wieder frei werden. Und deswegen brauche ich aber auch in diesem Training zumindest die innere Bereitschaft zu sagen, ich probiere es mal aus, weil eine Impro-Regel gibt es, das ist die wichtigste, es gibt kein Nein. Also wer Nein sagt, der verhindert das Spiel. Ja, und wenn ich im Impro-Theater eine Szene vom Publikum vorgegeben bekomme, dann kann ich als Schauspieler nicht sagen oder als Impro-Spieler nicht sagen, das finde ich jetzt blöd. Blöd. Geben Sie mir eine Person, Superheld. Okay, geben Sie mir einen Ort, Kloster. Geben Sie mir eine Situation, Sie verlieben sich. Ach nee, das finde ich blöd, da fällt mir nichts so ein. Dann funktioniert Impro ja nicht, sondern es funktioniert ja nur dann und es wird dadurch agil und flexibel und spaßig, kreativ, weil der Schauspieler sagt, okay, ich guck mal, was ich draus mache. Ja. Was ist, Sie sehen jetzt die 6 Damen. Ja. Die sich jetzt die kommen sich langsam näher. Minutenlang angeguckt haben. Ja, genau. Was wäre ein weiteres Beispiel, um die aufzulösen? Ja, ein weiteres Beispiel, was man dann was ich sehr, sehr spannend finde, ist sie eben tatsächlich gemeinsam in kleine Szenen zu schmeißen. Und dabei geht es jetzt nicht um das dramaturgisch gute Schauspiel. Das ist völlig irrelevant in diesem Training. Es geht nur darum, miteinander jetzt zu interagieren, also die Interaktionskompetenz zu stärken. Und da gibt es wunderbare kleine Sachen aus dem Impro, dass die kleine Szenen spielen. Ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, eine Person kommt in den Kreis hinein und du nimmst eine Haltung an. Sagen wir, du bist ein Baum, ja, irgendwas, ein Gegenstand. Und dann stellt derjenige sich so hin, wie er sich einen Baum vorstellt oder diejenige, eine Dame von den 6. Die nächste kommt und ist vielleicht ein Hündchen, was gerade irgendwie dringlich muss und nimmt irgendwie eine Haltung ein. Und der nächste kommt und ist eine Person, vielleicht die Besitzerin und nimmt eine Haltung ein. Und jetzt wird das Ganze aufgelöst und der nächste springt in die Szene rein. Der Baum bleibt, 2 dürfen gehen. Und so fangen die an, plötzlich Szenen zu entwickeln. So kannst du wie so ein Stillleben. Und merken plötzlich, dass sie in eine kreative Interaktion kommen. Das heißt, sie merken es eigentlich meistens erst hinterher. Sie machen es halt einfach, weil es ist die Aufgabe. Sie fangen an zu lachen, sie fangen an Spaß zu haben, miteinander in Verbindung zu gehen. Und das kann man dann wirklich auch szenisch weiterführen, also dass dieses Stillleben anfängt zu leben. Bis man plötzlich eine Situation hat, wo man sagt, sie sitzen bei sich im Büro. Und heute ist ein schlechter Tag. Ja, und dann versucht in diese Welt einzutauchen und da anfängt vielleicht ein wenig mal zu improvisieren und guckt, Mensch, vielleicht passiert heute was anderes. Stellen Sie sich vor, Sie müssen jetzt dieses Problem lösen. Was wäre, wenn das Problem jetzt real ist? Wie machen Sie das? Und da Sie vorher schon miteinander interagiert haben, fällt das jetzt deutlich leichter, weil Sie sich schon näher gekommen sind und wieder vielleicht Sympathien entdeckt haben füreinander, die Sie vorher gar nicht gesehen haben. Ja. Ich sage vielen Dank. Wenn Sie 6 Buchhalterinnen haben, die sich hassen. Und, oder ein Team, das agil und kreativ miteinander zusammenarbeiten soll. Ja, dann, also erst hassen am besten, da müssen ja auch ein bisschen was auf den Tisch bringen. Dann ist Gunnar Haberland sicherlich eine Adresse. Und Sie kennen sicherlich den Film Männer, die auf Ziegen starren. Ich finde, wir fangen mal an. 2 Minuten, oder? Ja, bei uns einfach mal. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir arbeiten. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.